Zack, leider nix, schade. Leider nischt. Ich spring mich hier ein bisschen durch, das geht schneller. Sehr schön. Wenn ich aber runterspringe, jetzt nicht mehr eine Kaktusfeige rein. Sonst bin ich gleich Käsekuchenbrei. Bei 3 Leveln jetzt nicht die Welt, aber da ist ja direkt wieder so ein Begrüßungskomitee. Dass die Dicke verzichten könnte, das weißt du. Aber die lassen dich einfach nicht in Ruhe. Die kommen immer wieder. Und dann wundern die sich, warum du genervt von denen bist. Weißt du, das ist wie mit Nachbarn, die es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, für sich selbst einkaufen zu gehen. Die kommen immer wieder und wundern sich irgendwann, warum du denn so genervt von denen bist. Ja, Leute. Wenn ihr 20 Mal bei mir vor der Tür steht, ist doch klar, dass ich genervt bin. Vor allem dann grundsätzlich immer, wenn man was machen will oder wenn man was tun will. Oh, schöne Goldader hier gerade. Stehen so grundsätzlich vor der Tür. Oh, ich hoffe, ich störe gerade nicht. Ich glaube, du kannst ein Schild draußen aufhängen. Bitte nicht stören, sie werden trotzdem stören. Ich glaube, du wirst es in dem Moment können. Oh nein, shit, da war ein Loch, da ich reinspringen können müsste ich. Schade, zu spät gesehen. Hätte einiges erleichtert. Naja. Wow, die tun mir weh. Die tun mir weh. Wenigstens haben sie mir einen Diamanten gegeben, aber sie haben mir weh getan. So, dann esse ich mal den Pilzle hier. Und schon bin ich wieder voll. Wow! Das dreh dich doch. Yes, nein. Er lässt immer 5 Minuten den Blickwinkel saus. Ey, den Pilz gerade umsonst gefressen. Was ist los? Junge! Was war das denn jetzt hier? Jetzt kann ich schon wieder was essen. Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Lasst mir doch in Ruhe. Da kommt der nächste. Alter, ich will doch nur in Ruhe ein bisschen farmen. Und nicht von euch belästigt werden. Yes, ist nice. Ich will jetzt Pizza reinziehen, ey. Die war eigentlich für die Jungs gedacht. Das ist ja unglaublich hier. Pizza. Da kriegst du dann nicht mal was Gutes, weißt du? Mhm. Ja, hier wegbomben lohnt sich nicht mal. Mensch. Ach Gott, ey. Manchmal verfluche ich diese Minen. 5 Uhr. Müssen auf die Zeit achten. Ich vergesse das nämlich wirklich gerne mal schnell, wenn ich in der Mine bin. Dass ich auch ein bisschen auf die Zeit achte. Toll. Ich renne die ganze Zeit hier rum und dabei ist da... Seriously? Jetzt fühle ich mich gemobbt von diesem Spiel. Ich mag es jetzt nicht mehr. Hat Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Zack. Und tschüss. Welche Ebene sind wir eigentlich? 18. Das ist nicht sehr weit. Dran vorbeigemogelt. Boah, das war gekonnt. Sehr schön. Das war gekonnt, meine Damen und Herren. Voll gekonnt vorbeigemogelt. Gekonnt dran vorbeigezogen. Und diese Scheißkiefer sind einfach unzerstörbar. Das ist ja geil, was der Entwickler sich dabei gedacht hat. So, yeah, eine andere Mine. Wir machen einfach mal ein paar unzerstörbare Käfer. Und nervige Kackdrachen, die einfach mega kacke nerven. Die aber wenigstens Bomben geben. Und eine Menge scheiß Geonen. Geh weg. Geh und mach Sitz. So, ich habe natürlich keinen Platz. Deswegen mache ich mir jetzt Platz und ich habe jetzt keinen Bock hier auf dieser Mine die ganze Zeit zu suchen. Deswegen machen wir uns jetzt hier einen Trappen Case und sind weg. So, oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Die Level werden immer schlimmer statt besser. Natürlich nischt. Okay, 37, ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch. Wir gehen nach Hause. Wir haben es leider nur auf Level 20 geschafft. Liefert ein bisschen Kacke. Egal, leave the mean. Weil sonst wird es zu spät.
And then... Also es ist Zeit, dass wir ins Bett gehen. Morgen ist Freitag, das heißt, der fahrende Händler ist wieder da. Das heißt, wir gucken mal, was der Gute für uns irgendwie Angebot hat. Warum rede ich so scheiße? Ich weiß es nicht. Und ich würde gerade mal gucken, ob ich noch Iron habe, damit ich dann nochmal die Hacke wegbringen kann. So, das kann weg, das kann weg, das und das kann auch weg. Der Kokosnetz können weg, das kann weg. Davon behalte ich mal zwei Stück. Und, ja, das war's auch schon wieder, was weg kann. Es ist nicht viel. Es ist echt nicht viel. So, Iron, Diamanten, zack, zack, zack. Stein, das rein, Kohle rein. Iron. Boah, ich hab nur 11 Stück. Ich hab... Wow, ich muss Iron farmen. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Wisst ihr was? Ich muss mir mal gerade noch eine Kiste craften. Und zwar eine... Nein. Eine Kiste für Kram. Eine Kiste für so den Kram hier, für die ganzen Geoden und die Steine. Ich schleppe die ganze Zeit mit mir rum und brauche sie halt im Endeffekt erstmal nicht, weil ich die Leute ja sowieso nur einmal die Woche beschenken kann. Ich schleppe es halt die ganze Zeit mit mir rum. Ja. Und nimmt halt unnötig Platz weg. Das ist zwar ein guter Platzhalter. Level 8 Mining. Ich kann Megabomben machen. Holy shit. Sehr schön. Und Level 7 Compelled. Ring of Yoda. Warum nicht gleich Ring of Yoda? Soda. Und genau 3000. Das nenne ich doch mal eine interessante Zahl. Aufrunden bitte. I am on the snowing today. Oh nein, luck will not be on your side. No. Ah, oh, good morning, Mr. Road. Gunther? Was ist denn Gunther jetzt von mir? I hope it's not too early. Nein, es ist nicht zu früh. Ich stehe immer um die Uhrzeit auf. Keine Sorge, aber ich habe ein bisschen Angst, dass du schon auf meinem Hof rumgegammelt hast. Well, I just wanted to stop by and thank you in person for all the wonderful artifacts and minerals you've discovered. You have done so much for one person. Das ist absolut kein Problem. Ich helfe, wo ich kann, wirklich. Und wenn ich sowas finde, dann kannst du das ruhig haben. Das ist ja kein Thema. Ich meine, ich will den ganzen Krempel etwa ins Haus stellen? Never ever. In fact, I've just received a letter from the office of the regional secretary of artifacts. We've been honored with a coveted golden shovel award for our significant contributions to the field. And it all thanks to you. Kein Problem. Also, das Museum wurde ausgezeichnet mit einem goldenen Preis. Geil. Freut mich. Ich meine, es gibt endlich mal wieder was in der Stadt zu sehen. Das könnte Touristen anlocken. Dann könnte auch Pierre mehr Geld machen und all so ein Kram. Schön. Well, I shall let you get back to our work. Ach, ich habe eh nicht viel zu tun. Wo ist mein Pferd? Who is my horse? Mein Pferd ist weg. Ich hab mein Pferd geklaut. Oh, I almost forgot. I have a gift for you. It's an old key that's been sealed in the museum vault for the last 100 years. It's a little rusty, but still beautiful. You've got the rusty key. It's been added to our wallet. Ja. Mein Pferd ist wieder da, geil. Geil, ich habe einen alten Schlüssel geschenkt bekommen. Hier gut zu sehen. Rusty Key. Hier ist der School Key. Der Rusty Key. Mir fällt gerade nur eine Sache ein, wo dieser Schlüssel hingehören könnte. Und das testen wir gleich mal aus. Yippie, Schweinebacke! Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen gestört. Hallo! Schuli, geht's gut? Doch wieder wunderschöne Milch für mich. Hallo, Shelly.
Shelly hat auch Milch für mich. Das freut mich. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich muss unbedingt noch Erdkristalle besorgen. Für die Maschinen. Hallo, ihr Süßen. Alles gut bei euch? Ah, diesmal gab es wieder eine volle Ration Eier, wie ich sehe. Sehr schön gemacht, meine Ladies. Wunderbar, bald wird euer Stall mal ausgebaut, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt und nicht hier Gruppenkuscheln machen müsst. Ihr seid immerhin Freilandhaltung und keine Käfighaltung. So, schauen wir mal, was der fahrende Händler heute für uns hat. Wahrscheinlich nur Mist. Aber jetzt sind wir ja schon gewohnt, ne? Ups. So, lalalala. Hallo! Ja, guck mal, da winkt er mir schon. Fried Calamari, Red Mullet, ein Pufferfisch. Den braucht man auch fürs Bundle, ne? Komm, den kaufen wir jetzt einfach mal. Eine Coconut, Iridium war 5000 Gold, das ist klar. Eine Large Milk, 600. Ja, den kriege ich irgendwann schnell selber. Little Photos and a Rare Crow. Snowman, Little Photos to place inside your house. Nee, brauche ich jetzt nicht. Was ist mit dem Red Mullet für den Fischtank? Genau, hier brauche ich nämlich einen Pufferfisch. Pufferfisch. Das ist ein Red Snapper. Hier brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal zum werten Herrn hier Magiarus. So, du bleibst mal kurz hier, Fettchen. Ja, aber der ist schon da. Ich glaube nicht. Also, ich hoffe, der ist schon da. Ach, hier kann ich anscheinend jederzeit rennen. So, bitteschön. Ich habe eine White Essence für Sie. Bitteschön, mein Herr. Ah, this is imbued with potato can energies. It's very useful for my studio. Thank you. Oh, yeah, no problem. No problem. That's why I'm here in the town. Und so. So, ich würde sagen, wir gucken mal kurz bei der Hatmaus vorbei und kaufen uns mal einen Hut oder so. Ich meine, die hängt da schon eine ganze Weile und irgendwie haben wir noch nicht einen Teil gekauft. Wir haben das Geld. Wir können uns jetzt mal ein Hütchen leisten. So, Hatmaus. Hallo. Was haben wir denn? A good old cap, a lucky bow, a cool cap, a butterfly bow, a daisy, also eine Blume, ein tropic clip, a watermelon band. Das ist ja dieser blue bonnet, a cow gall hat. Ich glaube, ich kaufe mir das watermelon band, oder? Ich kaufe mir mal das watermelon band und pack mir das rein. Sind wir voll cute und so. Also schon süß. Obwohl ich nicht so der rosa Fan bin jetzt. Aber fürs Erste reicht's. Sieht gut aus. 1000 Gold. Pff, kann man machen. Ich würde jetzt keine 1000 Euro für einen Haarreif ausgeben, auf dem eine Schleife geklatscht ist. Oder besser gesagt ein Stück, das aussieht wie eine Wassermelone. So, ich will nämlich jetzt mal was ausprobieren. You unlock the Siva Hatch with the Rusty Key. Oh, Alter, das kann doch nicht gesund sein. Pfui. Das ist was. Was ist hier? Ach, hier kommen wir jetzt hier raus. Ach, nice. Okay, cool. Was zum Henker bist du denn? Bist du das gruselige Geräusch, was wir hier gehört haben? A human visitor? This is most unusual. I'm Corvus, merchant of rare and exotic goods. Aber dem kann man was kaufen. Alter, ein Iridium springt klar. 10.000 Gold. Und ein Stardrop 20.000 Gold. Sollen wir die kaufen? Wir haben 61.000. Sollen wir die kaufen? 20.000 Gold, Alter, das ist scheißen viel. Aber dann haben wir noch mehr Energie. Komm, wir kaufen sie, scheiß drauf. Yum, 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 yum. You found the star drop. Your mind is filled with truth of cooking. Your maximum energy level has increased. Schön. Einen neuen Bewohner gefunden und noch einen Star Drop. Geil.
Mega geil. Die nächste Saison kann kommen. Ganz ehrlich. Uch, so Pferdchen. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss immer noch gucken, welche Fische man jetzt vielleicht im Winter angeln kann, die fürs Bundle fraglich sind. Ups. Ah, ein Arrowhead. Auch schon wieder was für Gunther. Meine Güte, der Typ. Kriegt momentan so viel von uns an den Kopf geklatscht. So, ach ja, ich sollte Iron farmen. Das heißt, ich werde gleich mal in die andere Mine gehen. Da gibt es dann doch am Ende des Tages ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, jetzt wird es um 12 Uhr. Ne? Dauert mal eine Stunde. Nothing posted today. Ups, wer hat denn Geburtstag diese Woche so? Guck mal, er hat am 1. Geburtstag gehabt. Was haben wir denn hier eigentlich? Festival of Ice. Okay. Sebastian hat auch bald Geburtstag. Was ist das denn? Flooring. Decorate the floor in one room. Nehmen wir doch mal mit. Sieht gut aus. Abigail! So, bringen wir das gerade mal runter und dann würde ich sagen, huch, hängen wir ein bisschen fest. Dann würde ich sagen, gucken wir kurz in den Saloon. Und dann, der Winter ist eine langwierige Sache. Also der Winter ist so, nee. Wie wir fleißig gelernt, das ist schön. Bitte schön. Der Winter ist halt wirklich so eine Sache, das habe ich aber auch bei Harvest Moon, also Winter ist immer so eine Katastrophe. Da versuchst du einfach irgendwie nur die Tage schnell rumzubekommen. Mich nervt halt einfach nur, dass man nur zweimal in der Woche den Leuten was schenken kann, bis man da vorankommt. Das geht doch gar nicht! Sag ich mal. Ja. Der hat auch die Ruhe weg, bis der hier unten ist. Alter, lauf doch mal. Nella, Opa. Dankeschön. So, Kaffee haben wir noch ein bisschen, Pizza haben wir noch ein bisschen, Salmon-Dinner hat er jetzt, schade. Ich warte eigentlich eher darauf, dass er Tomcar-Soup oder so ein Kram hat. Wäre für mich gerade interessanter wegen, Geschenk für die Männer und so. Aber gut. Also für, Elliot. Aber Elliot nimmt sonst wahlweise wahrscheinlich auch einen Kaffee. Oder, Schokokuchen. So, ein Pufferfisch for you. Sup, sup, sup. Boah, ich will. Ehrlich gesagt, ich voll Bock schon wieder Frühling zu haben. Ich glaube, ich werde es auch so handhaben, dass ich den Winter nicht komplett aufnehmen werde. Also ich werde den Winter nicht komplett mit euch durchspielen. Natürlich zu den Festivals und so ein Kram. Aber ich muss den Winter eigentlich komplett mit euch durchspielen. Das geht gar nicht anders. Boah, ist das kacke. Was ist mit dem? Ach, der wollte ja nie mit uns reden. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht mit uns redet. Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich kann es mir leider nicht erklären. Und es regnet schon wieder, Alter. Das ist immer wenn du denkst, es hat gerade aufgehört zu regnen, also. Nö. Das Problem ist halt, ich müsste eigentlich noch weg bei diesem Scheißwetter, aber. Kannst knicken. Kannst du knicken? Ich sauf da draußen eher ab. Ihr wisst ja, ich liebe diese Musik hier. Ich liebe sie einfach unglaublich. Ich liebe sie so sehr. Kann mir jemand einen Zusammenschnitt aus Stardew Valley machen mit beiden Folgen, mit diesen Liedern? Das wäre irgendwie voll cool. Ich würde das mega feiern. Toll. Ich trage zwei Treppen. Einfach so ein Best of Stardew Valley. Das wäre voll schön. Ich würde das mega feiern. Ich mag Stardew Valley. Ich mag diese Musik. Da werde ich mal ganz ruhig. Huch!
mich schon gar nicht mehr moderieren, wenn ich diese Musik höre, weil ich sie einfach genießen will. Ich bin ein Genießermensch. Ich genieße schöne Dinge. Huch! Bisschen falsch platziert, aber können wir machen. Ich bin wirklich ein Genießermensch. Ich genieße schöne Dinge. Das ist genauso, wenn ich einen schönen Anime gucke. Den genieße ich auch. Ja. Oder auch schöne Filme. So bin ich. Aber ich gehe leider viel zu selten ins Kino. Ich weiß nicht, Kino ist immer so, man guckt sich einen Trailer an, denkt sich so, könnte gut werden. Man geht ins Kino und denkt sich so, ich will mein Geld zurück. Ist so. Gingen wir jetzt bei Unknown User so, gingen wir bei Final Destination 4 damals so. So. Das sind so Dinge. Weiß ich nicht. Ich war auch, als der neue Star Wars rauskam, war ich drin, aber nur, weil ich einem Freundin Gefallen getan habe, weil er mir halt schon relativ oft geholfen hat und so. Und er wollte halt nicht alleine gehen. Ich dachte, ja, kommst du vorbei, gehen wir uns den zusammen angucken. Obwohl ich eigentlich gar kein Star Wars Fan war und auch immer noch nicht bin, aber ich muss sagen, ich fand den Film richtig gut. Also ich hab den Film wirklich genossen. Er war gut, er hat mich unterhalten. Und ja, es hat mir echt Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Obwohl ich alle anderen Teile absolut überhaupt nicht kannte und demnach absolut nichts damit anfangen konnte. Ich fand ihn trotzdem gut. Ja. Er war entgegen aller Erwartungen, wie gesagt, für mich persönlich sehr unterhaltsam. Und es ist schwer von einem Film zu sagen, er hat mich unterhalten. Keine Ahnung, ich bin auch bei Filmen sehr wählerisch. Manchmal bin ich etwas zu wählerisch. Aber das habe ich aber auch bei Animes. Dass ich da, dass man irgendwie 500 Millionen Sachen durchgucke, stöber, schau, was kann ich hier so reißen und so. Ja, achso. So bin ich. Ist für den einen oder anderen wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Aber so bin ich. So, jetzt geht's ab mit dem Pferd nach Hus. Ist schon spät. Ja, es ist so, ich gucke mir meistens so die erste Folge von einem Anime an und wenn diese mich schon nicht anspricht, gucke ich halt den ganzen Anime nicht. Da können Leute noch so viel schreiben. Ja, der Anime ist total geil und ich feiere ihn mega. Das ist halt so, wenn mich das nicht anspricht, gucke ich es nicht. Und ich denke mal, das geht euch nicht anders. Wenn euch etwas nicht anspricht zu dem Zeitpunkt, dann guckt ihr es nicht oder macht ihr es nicht. Ich meine, ihr könnt euch ja schlecht zu irgendetwas zwingen. Ich meine, na gut, das geht schon, aber wer will das schon, ne? Pizza! Kann ich mir wieder einen Trip machen? Inventory full. Alter, was? What? Na gut. Machen wir Inventory erstmal leer. Hab ich hier irgendwas, um das da reinzupacken? Ja, das hier. Und, das war's auch schon. Und das. So, meine Güte, mittlerweile ist es richtig schwer, das hier noch auseinanderzuhalten. So. Dann kann ich das und das aber mal gerade mitnehmen. Zack, zack, zack. Und ich noch die restlichen Pilzlis. Ich glaube, gleich hacken wir mal hier auf der Seite noch das ganze Holz runter. Ach, was versuche ich denn da mit dem Pferd in die Höhle? Yeah! Ist kein Platz, weißt du, aber Hauptsache mit dem Pferd in die Höhle. Gut. Kann man mal machen. Oh Mann, ey. Ich habe echt eine Waffel. So. Ja, ich hab doch echt einander Waffeln. So, jetzt haben wir noch unseren Boden. Keine Ahnung, ich hab Bock, den fürs Schlafzimmer zu benutzen. Hier so, und zack, ein Sternenboden. Ich hätte ja gerne einen lieber in Sternenhimmel, aber das tut's auch für den Anfang.
Noch ein bisschen Gold. Nicht viel. Wissen wir. Aber besser als nichts. Ist halt Winter. Was willst du machen, ey? Nacht sieht das schön aus. Oh, es ist sonnig. Ich bin beeindruckt. Wieder kein Glück für uns. Wer hätte es gedacht? Aber Post. I've got a new news request. Could you keep this a secret? I want you to deliver an amethyst to Emily. It's her favorite stone. Tell her it's from me. Client. Okay, können wir sogar machen. Wir haben einen Amethysten. Machen wir gleich. Machen wir gleich. That's not a problem. So, wir nehmen uns einen Amethyst mit. Sehr schön. Und bringen ihn gleich zu Emily. Wir müssen sowieso später noch in die Stadt runter.